Moin und herzlich willkommen. Typisch für einen Cupcake ist der Swirl obendrauf, sprich die Buttercreme, die säuberlich aufdressiert wurde. Und wie das am einfachsten funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Sugar G. Das Schöne bei Cupcakes ist ja, dass sie relativ schnell funktionieren und einfach Eindruck machen. Also wenn sie ausdekoriert sind und dafür braucht ihr wirklich ganz wenig Handgriffe, dann sagt jeder gleich so, oh, Cupcakes. Was ihr braucht, sind logischerweise Cupcakes und eine sogenannte 1M-Tülle. Die seht ihr hier schon im Spritzbeutel drin. Und der Unterschied ist zu einer klassischen Sterntülle, wie ihr die vielleicht auch aus dem Supermarkt kennt oder auch wie das bei den Konditoren verwendet wird. Ich halte die mal nebeneinander, ist ganz einfach. So eine klassische Sterntülle hat 8 Zacken und diese 1M-Tülle hat nur 6 Zacken und wenn man von der Seite guckt, sind die auch deutlich länger. Und dadurch gibt es dann beim Spritzen diese typische tiefe Furcht in der Buttercreme. Und das ist das, was es so lecker aussieht. Das erinnert so ein bisschen an Softeis. Also ihr könnt logischerweise so eine Sterntülle auch verwenden, aber das Ergebnis ist ein anderes. Und wenn ihr euch immer gefragt habt, woran liegt es, es liegt einfach an der Tülle. Also eine 1M-Tülle ist das, was ihr braucht. Ganz klassisch, Spritzbeutel füllen mit Buttercreme, vorne die Tülle rein. Und für den klassischen Swirl, also diesen typischen Turm mit Buttercreme, setzt jetzt den Beutel an und zwar von oben direkt runter. Also jetzt nicht irgendwie seitlich halten, sondern von oben. Und ich fange hier am Rand an. Ich gebe Druck und jetzt gehe ich einmal im Kreis um den Cupcake rum und jetzt gehe ich hier in die Höhe und jetzt lasse ich den Druck weg und damit habe ich so diesen klassischen Tuff, den man haben möchte. Ich zeige euch das nochmal. Das ist so der ganz klassische Tuff. Aber das Tolle ist, man kann damit auch so eine Rosette spritzen, die aussieht halt wie eine Rose. Also da ist so der Punkt, das erinnert so ein bisschen an eine Rose. Und Tülle ist die gleiche. Cupcake ist theoretisch auch der gleiche. Und jetzt ist der Unterschied, ihr setzt in der Mitte an. Also es wird jetzt nicht so hoch, sondern es ist mehr von oben dann optisch zu sehen. Ihr setzt in der Mitte an, drückt so ein bisschen raus und jetzt geht ihr hier einmal rum und bis an den Rand Druck weglassen und dann kann man so richtig schön die Optik sehen. Auch das zeige ich euch noch einmal. Also Tuff in der Mitte. Und erstmal eng drum rumfahren, nicht in die Höhe gehen, sondern einfach nur auf der Oberfläche des Cupcakes bleiben, bis der komplett bedeckt ist, Druck wegnehmen und dann haben wir diese klassische Rosette. Ihr seht, es ist überhaupt nicht schwierig, einen schönen Swirl, Tuff oder was auch immer oben auf dem Cupcake raufzubekommen. Wichtig ist, die richtige Tülle zu verwenden. Also die 1M ist da euer Partner. Das Ganze könnt ihr auch mehrfarbig spritzen. Wie das funktioniert, habe ich euch in dem Video vom Das große Backen Cupcake zugezeigt, auch hier auf dem Kanal. Die Rosetten könnt ihr aber auch verwenden als Randdekoration für Torten. Dafür einfach mehr Rosetten nebeneinander spritzen, übereinander. Es geht auch in verschiedenen Farben mit Farbverläufen. Probiert es einfach mal aus, tobt euch da aus und ja, viel Spaß dabei. Tschüss! Sugar Dream.